Und willkommen zu meinem nächsten Let's Play, diesmal von Emergency 4. Nach Deponia und Let's Play Minecraft Together machen wir auch das. Am besten wir starten direkt eine neue Kampagne. Und das Training brauchen wir nicht. So, da ist jetzt geladen. Moment, ich wechsle auf Kanal 15. Lassen wir diese Token ein wenig quatschen. Okay. Hallo und willkommen im Team. Ich bin Ihr neuer Supervisor. Ich hoffe, wir werden gut zusammenarbeiten. Von mir erhalten Sie Ihre Einsatzbefehle. Außerdem bleibe ich während des Einsatzes mit Ihnen im Kontakt, um Sie bei Bedarf mit Informationen zu versorgen. Bevor Sie Ihren ersten Einsatz absolvieren, sollten Sie sicher sein, dass Sie mit der Technik einwandfrei vertraut sind. Wenn Sie den Trainingskurs machen möchten, klicken Sie auf Training. Wenn Sie auf Überspringen klicken, lassen wir Training Training sein und gehen gleich in die Vollen. Also, Ihre Entscheidung. Wir überspringen dann direkt und fangen mit dem Spiel dann an. Sturz eines Kirchturms. Ein Baukran ist auf das Kirchendach gekippt. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Bergen und versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Vorsicht! Kirchturm und Baugerüst sind stark beschädigt. Es besteht die Gefahr eines weiteren Einsturms. Okay. Zwei Verletzte. Bräuchten wir erstmal zwei Kranken. Jawohl. Ein Feuerwehrauto reicht auch. Nehmen wir mal die drei. Jawohl, Fahrzeug eingetroffen. Da kommen schon unsere Freunde. Fahrzeug eingetroffen. Fahrzeug eingetroffen. Hab verstanden. Was gibt's? Bitte mach. Fahrzeug hört. Nehmen wir einen Polizisten. Machen Rechtsklick hier drauf und dann zieht der. Wird erledigt. Was gibt's? Dann schnappen sich die beiden. Räumt den Balken von der verletzten Person weg. Einer unserer Feuerwehrmänner sollte es eigentlich schaffen, den Balken da wegzuziehen. Weil da passiert gleich noch was. Vorsicht! Das Baugerüst scheint instabil zu sein. Noch was runter. Ist in Arbeit. Sieht so aus, als ob da gleich noch ein Teil rausbrechen könnte. Schon unterwegs. Und jetzt müsste die Zwischensequenz kommen. In Ordnung. Die holen am besten schon mal Schläuche. Einer holt einen Schlauch. Höre. Ja. Wir haben eine neue Situation. Es sind Brände ausgebrochen. Und der holt sich einen Feuer. Ist in Arbeit. Was? Alles klar. Auf dem Weg. Ach, ich möchte es mal nehmen. Fahrzeug 2 unterwegs. Höre. Wird gemacht. Ich wundere, dass hier sehr viele Hydranten stehen, also in einer. Was gibt's? In einer echten Stadt sind jetzt nicht so viele, ohne wie in dem Boden. Na ja, gut, man soll sie auch erkennen können. Was gibt's? Ausführung beginnt. Okay. Den müssen wir jetzt zurückfahren lassen zur Basis. Auf dem Weg. Ja. Und. Was wir mal reinhören. Was gibt's denn? Luft. Wollen wir den gehen? Dann wollen wir es passen. Ja. Wir umgehen durch. Jo, den können wir auch schon aufsammeln. Ja. Okay. Das umgehen durch. Was können wir schon wieder einsteigen das lassen. Umgehen durch. Und. Hören, das jetzt umgehen durch. Fahrzeug 2 hört. Sorgt und ich muss mir jetzt wieder schwer. Höre, verstanden. Gute Arbeit. Jo, sehr wir gut. Haben's geschafft. Sie haben Ihren ersten Einsatz dann hervorragend bewältigt. Weiter. Sie sind.
Ja, es lädt noch ein wenig. Und jetzt müsste die Stadt kommen, wo wir kleinere Aufsätze erledigen müssen, damit wir und dafür kriegen wir Geld und davon können wir uns neue Einsatzfahrzeuge kaufen. Okay, das ist Ihre Basis, für die Sie jetzt verantwortlich sind. Sie werden Meldungen über Vorkommnisse in der Stadt erhalten, über Unfälle, Brände, Straftaten und so weiter. Kümmern Sie sich mit Ihren Einheiten darum. Sorgen Sie für Ordnung. Für jeden erfolgreichen Einsatz erhalten Sie ein zusätzliches Budget, mit dem Sie Ihre Kräfte mit neuen Fahrzeugen ausstatten können. So werden Sie leistungsfähiger und können weitere, größere Aufgaben übernehmen. Sobald Sie Ihre ersten Einsätze abgeschlossen haben, sollten Sie sich ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Großraum-Tankfahrzeug zulegen. Viel Erfolg! Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Versorgen und abtransportieren. Fahrzeug steht zur Verfügung. Ach, da komme ich weiter. Was gibt es denn noch so? Garage. Typ, der herläuft. Hallo? Mal eine Frau. Und was macht unser Krankenwagen? Der braust wohnt da vor sich hin. Der hat die etwas freie Fahrt. Boah! Ich dachte schon, der hätte sie überfahren. Aber Notärzte nehmen ja darauf keine Acht. Es gehen ja die Verletzten vor. Da überfährt man mal alles auf dem Weg. Ja, was steht die jetzt hier? Warte, ob das Wetter besser wird. Fahrzeug 1 gehört. Ja, die geht da einfach so drüber. Habe verstanden. Alles klar. Was gibt's? Ist in Arbeit. Daily Max. Soll das im Kino sein? Oder in der Tageszeitung? Oh, man kann den Verlauf transportieren. Ja.